So, hallo und herzlich willkommen. Heute eine Runde Scum, das neue Survival Game, das in jedermanns Munde ist. Wir starten jetzt direkt mal rein in Singleplayer und createn uns einen Gefangenen. Attribute Value, Head Type. Ich will jetzt hier gar nicht so lang rummachen eigentlich. Spiel mal einen schwarzen. Tattoos off. Crime, Age, wie alt soll er sein? 40. Machen wir Mitte. 35. Next. Boxing Skills, Rifle, Handgun, Melee. Ja, ein bisschen hoch machen. Melee Weapons. Medium. Handgun. Auch mal ein bisschen höher. Running, Endurance. Ah, er muss Melee Weapons vielleicht ein bisschen runter, dass wir hier noch höher können. Wie wird das geregelt? Ah, okay, es ist hier extra. Running, Endurance. Ich würde hier gerne so auf einen Nenner kommen. Ungefähr. Weil Rennen bestimmt mit Sicherheit wichtig ist. Stealth, No Skill Advanced. Awareness, Sniping, Camouflage, Survival. Nochmal hoch Survival. Ich weiß nicht mit wem das. Also das teilt sich hier, das teilt sich hier und das teilt sich hier wohl. Von dem her. Awareness. Ein bisschen runter, Survival ein bisschen höher. Stealth ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht so entdeckt werden. Oder was auch immer das genau heißt. Wenn da ja natürlich jetzt auf jeden Fall einer noch mehr Informationen hat, als ich oder hier irgendwas falsch sagt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. So, hier sind mal alles oben. Create. Ja. Dann legen wir mal direkt los. Und gucken, was uns erwartet. Also im ersten Sinne ist es ein Spiel. Wir sind quasi Gefangene. Werden jetzt auf einer Insel freigelassen mit einer gewissen Anzahl anderer Spieler und eben Zombies und Max, also so, ich höre direkt, glaube ich, ein. Okay, das ist nicht schlecht, das heißt, wir sind hier direkt in einem Militärgebiet vielleicht, da können wir direkt krasse Sachen finden. Ich will nur kurz, wenn es geht, die Sensitivity etwas runterstellen, scheint nicht zu gehen. So, hier gibt es Zombies, andere Spieler. Ich bin jetzt im Singleplayer-Modus, das heißt, hier gibt es keine anderen Spieler. Aber da hinten ist so ein Mac. Der will mich wohl nicht hier haben. So, ja. Holy shit! What the fuck? Okay. Er wollte mich nie nur nicht hier haben, er ist direkt auf mich losgegangen. Scheiße. Randoms Revive. Oh mein Gott. Was für ein guter Start. Ich muss gerade nochmal gucken, was jetzt Rennen war. Move forward, left, jump, crouch, prone, increase pace. Ja, warum wollte der gerade nicht rennen? Komisch. So, also Grafik sieht auf jeden Fall mal schon mal echt nicht schlecht aus. Wir müssen jetzt hier, also wir müssen im ersten Sinne überleben. Wir haben jetzt hier so ein Inventar, wie man eben aus den typischen Spielen kennt. Und hier sind Steine. Da brauchen wir gleich mal zwei Stück. Ah, ja, noch ein. Search for Rocks. Dann können wir uns neben den nehme ich gleich Select. Select, okay, select, select. Und ein Stone Knife schnitzen. Damit können wir dann quasi Bäume und Büsche zerschneiden und uns dann über so ein Crafting-Menü quasi Speere und Rucksäcke und alles Mögliche craften. So, wir haben jetzt ein Messer, ein Steinmesser. Kann ich das hier in Quick Access? Brauche ich, glaube ich, gar nicht im Quick Access. So, und jetzt können wir uns ein Gebüsch suchen oder sowas hier.
Search for Rocks. Ne, wir wollen jetzt ein Gebüsch zerschneiden. Boxenkammer. So, wo können wir, jetzt brauchen wir ein Gebüsch. Warum läuft er denn jetzt langsam? Ich verstehe es nicht. Außer Atem kann er ja nicht sein. Hier ist quasi der ganze Metabolismus, also der ganze der körperliche Zustand. Hier, es geht bis Zähne, wie viele Zähne man hat. Das heißt, wenn einer einem die Zähne aus dem Gesicht schlägt, kann man irgendwann auch schlechter oder nur noch bestimmte Sachen essen. Lifetime ist, wie lange man eben am Leben ist. Das Gewicht, alles Mögliche könnt ihr euch genauer anschauen, selber natürlich. Es ist mega komplex. Hier alles Puls und was weiß ich was, wie viel Proteine, Kalorien, Fett und man zu sich nimmt, und es ist mega komplex, da will ich jetzt auch allerdings gar nicht genauer eingehen drauf. Okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Du musst mit Mausrad hoch und runter, kannst du deine Geschwindigkeit anpassen. Ist auch krass, bin ich jetzt, hat mich gerade ein bisschen überfordert. Aber wenn wir das jetzt wissen, passt das alles. Jetzt müssen wir uns quasi hier so ein Gebüsch suchen, wo wir uns, ein Speer basteln können, damit wir uns wehren können gegen die Zombies. Und dann brauchen wir auch quasi Klamotten von den Zombies, wo wir uns Schnüre und Fetzen draus bauen können, wodurch wir dann uns einen Rucksack und alles Mögliche basteln können. Aber dazu wird auf jeden Fall noch extra Videos kommen. Das heißt, wenn ihr mehr von Scum wissen wollt und noch Tutorials sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Gebt natürlich dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das Spiel feiert. Des Weiteren schreibt natürlich in die Kommentare, was ihr von dem Spiel bisher haltet, beziehungsweise was euer Eindruck ist. So, hier können wir jetzt cutten. Da kommen dann kleine und große Stöcke raus. Ich glaube, bei dem Gebüsch sind es zwei kleine und ein großer Stock. Den können wir uns dann anspitzen und als Waffe benutzen. So, Inventory, Long Wooden Stick, können wir den gleich sharpen, select, take in hand, pick up, aber wir müssen jetzt damit da drauf, nein, okay, Holster. So, jetzt haben wir den Stock in der Hand. Crafting. Wooden Sword, Improved Metal Spear, auch nicht. Improved Stone Spear. Wo haben wir den? Improved Wooden Spear, Craft. Ah, okay, jetzt schnitzt er den quasi. Also muss es über das Crafting-Menü machen. Ich habe gedacht, man kann das auch über die Mausführung machen. So, jetzt haben wir einen. Den haben wir hier am Boden. Den nehmen wir in die Hand natürlich. So, mit gedrückt halten kann man den quasi werfen. Man kann den dann auch wieder einsammeln. Körper kommt direkt. Ja, mit F oder eben mit Tab quasi im Inventory oder das, was am Boden liegt, rausfiltern. Hier ist nochmal ein Büsch. Dann können wir uns gleich nochmal ein Speer machen. Wenn wir den nämlich auf den Zombie schmeißen und ihm nämlich direkt einen Headshot geben, brauchen wir zwei oder drei Speere, je nachdem wie wir den treffen. In dem Kopf gibt es auf jeden Fall als der erste direkt ein Headshot, also wenn es ein Headshot ist, ist der direkt tot. Crafting, dann machen wir gleich wieder, wo ist er? Da ist er, Improved Wilson Spear, Craften. Genau, dass wir einfach ein paar haben zum Werfen. Ich weiß nicht, wie gut man da, wie gut es mit Zielen ist. So, jetzt haben wir hier noch einen am Boden. Haben wir noch einen am Boden? Inventory. Können wir auch noch auf den Rücken packen. Long Wooden Stick, einen haben wir noch. Crafting. Und Craft, spitzen wir den auch noch kurz an. Dann können wir uns schon ein bisschen wehren. Dann brauchen wir auf jeden Fall was zum Essen und ja, ist mega komplex auf jeden Fall. Ihr habt im Ding gesehen, im Thumbnail natürlich direkt in dem Titel DayZ Killer oder PUBG Killer.
ihr könnt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich persönlich würde es gar nicht als DayZ-Killer bezeichnen. Im Sinne von, okay, DayZ stirbt jetzt aus und Scum übernimmt es vielleicht, aber es ist definitiv kein DayZ-Killer, weil ich sag mal, in jedem Survival-Game ist Grund genommen. Wo habe ich jetzt? Habe ich den Speer liegen lassen oder was? Ich sehe gerade. Ich habe tatsächlich einen Speer liegen lassen. Nice. Brauchen wir nochmal einen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass in jedem heutigen Survival-Game. Achso, der legt den jetzt immer auf den Boden. Ah ne, jetzt nimmt er den Holster. Aber wenn ich, glaube ich, einen zerhack und den in der Hand habe, dann legt er den auf den Boden. Was ich damit sagen wollte, ist, dass in jedem Game quasi DayZ mit drin steckt. Die Survival-Genre von den Games ist so stark, der ganze Markt von DayZ damals einfach quasi beeinflusst worden, und dass man das so gar nicht behaupten kann. Ohne DayZ gäbe es vielleicht dieses Spiel gar nicht, wer weiß. Und mit PUBG wird es, glaube ich, in meinen Augen nur fälschlicherweise verglichen, weil es eben so diesen Eindruck hat, dass es ein Battle Royale Game ist. Aber das ist es einfach nicht. Es ist wirklich ein Survival Game. Wenn du stirbst, kannst du quasi neu spawnen. Die Insel ist immer noch die gleiche. Die Runde ist immer noch die gleiche. Das Einzige, was gleich ist, ist, dass es im Prinzip... Oh, ein Hirsch. Das ist ein... Oh, der war zu kurz, glaube ich. Das ist eben ein... eine TV-Show ist, wo hier die bleib da, wo die Gefangenen quasi, okay, ich glaube, der Speer ist weg, wie kann ich denn das abbrechen, wo die Gefangenen quasi in der TV-Show sich gegenseitig töten, wie eben Battle Royale. Ich weiß nicht, wer den Film schon gesehen hat oder kennt noch von früher. Da war das im Prinzip genau das, was jetzt hier als Spiel kommt. Dass quasi einfach Leute auf einer Insel ausgesetzt worden sind und die eben um ihr Leben kämpfen. Hier sind es jetzt halt Gefangene. Und ja, deswegen, ich würde es gar nicht mit PUBG vergleichen. Ich muss es jetzt in die Hand nehmen. Nee, kann ich nicht, oder was? Und ich denke, es ist auf jeden Fall definitiv... hat. Mach doch. Haben wir keine Kicken oder was? Jetzt schneide das. Ich habe einen sehr hohen Speerverschleiß. Also mit PUBG würde ich es einfach grundgenommen, kurz gesagt, nicht vergleichen. Long Wooden Spear. Muss man das immer rumpacken. Craften wir uns nochmal in Spitzen. Und dann suchen wir uns mal den ersten Zombie. Inventory. So. Die Karte ist relativ groß. Wir sind hier. Unten kommt Airfield. In die Richtung können wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Da gibt es mit auf jeden Fall den besten Loot. Also Waffen, Ausrüstung und was weiß ich was alles. In den Häusern so ein bisschen abseits ist wohl relativ schwierig, was zu finden, beziehungsweise was Gutes zu finden, oder ist wohl ziemlich grob. Ich glaube, hier so muss ich den werfen. Die Maus-Sensitivity ist ein bisschen heftig. Jetzt werfen wir den mal. Haben wir den getroffen? Okay. Das habe ich ihn jetzt beide in den Fuß gerammt. Dann können wir den jetzt rumboxen, aber ich glaube nicht so cool mit den zu boxen, deswegen nehmen wir uns jetzt den Speer drauf, raus aus ihm. Haben wir den jetzt? Inventory. Haben die das schon gefixt? Ne, jetzt kann man nehmen. Jetzt können wir quasi den noch ein bisschen bearbeiten. Wenn man so rückwärts läuft, dann kann der einen nicht treffen. Das ist auch noch ein bisschen buggy. Es ist auch tatsächlich so, dass
Also ich kann den jetzt searchen und dann quasi liegt in seinen Sachen hier daneben. Also seine Klamotten dann daneben und kann ihn auch dann zerstückeln. Chop, chop, chop. Warum rollt denn der jetzt da runter? So, equippen. Nein, ich will hier mit Tab. Man kann jetzt hier alles Mögliche noch untereinander tragen. Ich habe jetzt so eine Jacke zum Beispiel. Die kann man da drüber tragen. Jetzt habe ich hier vier Slots quasi. Ich habe die Blue Jeans. Jetzt muss ich die Hose, die habe ich dabei. Die brauche ich dann auf jeden Fall. Die kann ich jetzt mal into Racks schneiden. Damit kann ich mich dann verbinden, wenn ich blute. Wichtig ist dabei auch, dass ihr darauf achten müsst. Hier sind jetzt saubere Klamotten. Und dann hat man quasi auch saubere Racks hier. Wenn ihr jetzt das aus dreckigen Klamotten nehmt, dann kann einfach sein, dass ihr euch mit einer Krankheit oder irgendwas ansteckt. Darauf muss man auch immer achten. So, jetzt will ich hier diesen Körper noch chop, 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 chop. Hallo? Nicht reinlegen, bitte. Ich würde den gern zerschneiden. Ja, geh mal weiter runter. Muss ich dafür das. Habe ich das Messer jetzt verloren? Ah, je, meine. Okay, wir suchen kurz nach Steinen. Ganz einfach. Zwei Steine. Small Stone. Den nehmen wir. Search for Rocks. So, noch einen. Oder geht es auch mit zwei kleinen? So, select, select. Crafting, Stone Knife, jo, funktioniert. Das brauchen wir natürlich, um den Körper zu zerschneiden. Er ist am Anfang noch ein bisschen ungewohnt von der Handhabung. Aber ich denke, da kommt man dann relativ schnell rein. So, wo ist unser Kumpel? Können wir uns jetzt gleich mal ein bisschen Job, ein bisschen Fleisch mitnehmen für die Proteinzufuhr. Ihr müsst auch aufpassen, wenn ihr was in der Hand habt, wie den Speer oder irgendwas, dann geht, wenn ihr eine Leiter hochgeht und ihr habt keinen Platz, dann legt ihr den einfach beiseite. So, was haben wir hier? Ein Leg-Guts. Okay, das ist jetzt wohl nicht so gutes Fleisch. Wir können mal so ein Human Leg. Ne, können wir gar nicht mitnehmen, weil wir keinen Platz haben. Arm passt auch nicht rein. Schade. Das dreckige Fleisch will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Deswegen lassen wir das jetzt mal liegen. Aus den Knochen kann man dann auch sich noch Nähnadeln machen und damit sich eben quasi einen Rucksack oder irgendwas schneidern. So, das packen wir jetzt hier wieder rein. Long Stick. Crafting. Craft, dass wir gleich wieder einen zweiten Speer haben. Das Spiel ist, worauf ich gerade noch eingehen wollte, in den Kritiken ziemlich durchwachsen. Also es ist wirklich so, dass so die Hälfte sagt, das Spiel ist der Wahnsinn und macht richtig Bock, vielversprechend, der neue Stern am Survival Game Himmel. Und die andere Hälfte sagt, oh, ist ultra verbuggt, Performance schlecht und ich weiß es nicht. Kann man ja sich einfach bei Steam die Reviews mal anschauen. Ich bilde mir auf jeden Fall meine eigene Meinung. Spiel kostet, glaube ich, 17 Euro. Es gibt da noch so ein Supporter-Pack. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Derzeit auf jeden Fall noch nicht. Und werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich werde, denke ich, auch in den nächsten Videos nochmal ein Giveaway dazu machen. Oh, jetzt war gerade ein Lag des Zornes. Ein Giveaway dazu machen, also wo ich das Spiel einmal verlosen möchte. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Abonniert natürlich auch den Kanal, wenn ihr weitere Scum-Videos sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet. Wir gehen jetzt mal nach unten zu dem Militärstützpunkt und hoffen da auf ein bisschen Ausrüstung. Grafik sieht auf jeden Fall nice aus. Performance-technisch kann ich jetzt auch überhaupt nicht klagen. Ich spiele auf 1080p, einfach weil es mir reicht und weil es, denke ich, performance-technisch besser ist, also nicht in 4K. Und ja. Meine Stamina, es geht ein bisschen runter. Links unten seht ihr noch die Anzeigen, was man so hat, eben die Energie, Hydration, die Lebenspunkte und die Ausdauer. Wenn wir jetzt quasi ein bisschen langsamer wahrscheinlich laufen, müsste es die wieder aufladen. Genau. Funktioniert gut. Wir gucken gerade nochmal auf die Karte. Sind wir richtig? Ja, hier unten fängt
demnächst der Airpoint an, der Flughafen, Militärstützpunkt. Da sind dann auch wieder diese Mechs, also ich weiß nicht, wie wir da jetzt zurechtkommen. Und ja, ich finde es auf jeden Fall mega vielversprechend. Wo hier war was? Hat er mich gehört? Oh Mann, er ist richtig außer Atem jetzt. Da kommt ein Zombie. Ich habe jetzt habe ich wieder ein bisschen Ausdauer. So, ich muss jetzt mal checken, dass ich hier den mal ein bisschen besser treffe. Was mit der Maus ist mega krass. Ich muss nachher nochmal schauen, ob ich das umstellen kann. Okay, das ging jetzt gut. Gleich den Speer wieder rausholen. Den anderen müsste ich eigentlich auch suchen. Jetzt kann ich den wieder durchsuchen. Hier gibt es Hiking Boots. Dafür lasse ich meine billigen Schuhe auf jeden Fall weg. Die Blue Jeans, Work Pants, kann man mal schauen. Die haben 6 Plätze mehr. Dann kann ich die nämlich into Racks schneiden. Die dreckigen Klamotten kann man auf jeden Fall für die Rucksäcke und alles benutzen. Da kein Problem. Oh, eine Umhängetasche ist auch nice. Muss ich gucken, wo die rein kann. Habe ich nochmal 6 Plätze. Schön. Da können wir schon mal ein paar Racks reinpacken. Die dreckigen. Cotton Shirt. Cut into Racks. Handschuhe können wir gleich noch anziehen. Und dann können wir den Kollegen noch zerschneiden. Und gucken mal, was der für uns hat an Fleisch. So, wo packe ich die rein? Jo, gehen hier rein, Handschuhe. Wenn ihr Militärschuhe habt, da habt ihr sogar da noch 2 Plätze. Platz, da könnt ihr dann irgendwas reinpacken. Und jetzt zerschneiden wir mal den Kollegen. So, hast du Fleisch, Guts, Human Tors. Kann man das jetzt irgendwie nochmal choppen? Genau, das kann man nochmal schneiden. Vielleicht kommt dann auch erst das Fleisch zur Geltung. So ein bisschen eine Metzger-Ausbildung braucht man, glaube ich, für das Game. So, und dann würde ich aber jetzt auch sagen, für die erste Runde will ich es jetzt gar nicht länger ziehen. Jetzt haben wir hier nämlich die Bones. Daraus können wir uns nachher eine Stricknadel machen. Wir haben Human Steak. Fett nehmen wir auch mal mit. Das brauchen wir bestimmt auch. Nochmal Human Steak und Fett passt hier nicht rein. Ah, hier hat die immer Kilo und Gewichte auch noch, wo man quasi nur mitnehmen kann. Tun wir das mal raus. Nehmen noch ein Human Steak mit. Rex. Schade, dass man die nicht stacken kann. Aber ich denke auch, dass es erstmal reichen wird. Kann man das vielleicht so ein bisschen switchen, dass man noch so ein Fett mitnehmen kann? Ja, sehr gut. Weil ich glaube, wenn man hier auf den Metabolismus geht, braucht man eben auch dann das Fett. Ja, um wieder irgendwie auf die Höhe zu kommen. Knochen haben wir dabei. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen weiter rumprobieren und denke, werde dann auch noch ein paar Tutorials fertig machen, so die ersten Schritte in dem Game, um irgendwie das Überleben zu sichern. Jetzt war es noch alles ein bisschen rakelig und die Steuerung ist halt auch eben gewöhnungsbedürftig. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet. Und ja, gebt einen Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.